Sei mal ehrlich, das mit mir war bisschen hochgegriffen. Ich meine, du weißt, was ich für Strophen kicke. Und dass ich Todesbitte, zu viele, die für den Erfolg über Leichen gehen. Heute bist du nur ein Sandkorn auf meinem Weg. Beru rief mich an und sagte, du brauchst Promo, wir wollen dich auf Interpol holen. Ich sagte direkt Logo, ich zieh ein T-Shirt an und supporte deine Drecksmucke. Feature ever, als Support zur AON-Truppe. Seitdem du Propaganda machst, ist dein Benehmen peinlich. Und man sagt, die Kurden ficken sich nur gegenseitig, nur wegen dir, Jiva. Der Typ, der nur ein Dieb und kein Jiva. Am Telefon hieß es, Shisha-Rapper war so gesagt. Aber stich jetzt weiterhin pünktlich zu deinem Promoplan. Dann hast du's kopiert, Alter. Reden wir doch Klartext, jeder Kenneck mit 50.000 eröffnet deine Bar jetzt. Brach, Khatar, du willst es doch wissen. Dieser Rapper hier wird jetzt den Birra zerficken. Du willst für Werbung in deinen Interviews den Rebel ärgern. Doch ich werde dich ficken wie die irakischen Zellenwärter. Ich meine, warum sollte ich nicht bei meinem Label bleiben? Das ist wie die Wahl zwischen S-Klasse fahren und Eselreiten. Kollabo-Album, die Latte liegt tief. Der einzige Coup, den du hattest, ging schief. Du bist der Prototyp-Kode, der unsere Ehre missbraucht. Dicker, wie viel Frauen hast du in deinem Leben verkauft? Der Label-Boss mit Überhype. Am Handgelenk ist alles voll, trotzdem nur ein kleiner Act. CEO macht die Hallen voll. Mit Rap blieb der Erfolg aus, auch der Rest ging nicht so toll aus. Welcher Vollidiot startet auch im vollrauschenden Goldraub? Lässt 5 Jahre lang deine Familie im Stich. Kommst raus und verrätst deine Frau für eine piepstimmige Chick. Sehr loyal, deine Frau hat 5 Jahre in der Haft auf dich gewartet. Als Dank für die Geduld hast du sie verraten, solltest die Enissa buchen für die Hochzeitsparty. Dann hast du dich verliebt, du krasser Spotlight-Abi. Jetzt hast du neue Freunde und schmiedest neue Intrigen. Aber alte Brüder, so wie Beru, lässt du links liegen. Ich bin mit Fleiß und Disziplin meinen Weg gegangen. Du mit Drogen, Diebstahl und Prostitution, du Ehrenmann. Respekt und Benehmen, kein bisschen ist da. Aussage Donald S, 2/3 ist da. Bodypaint in Videos plus Rückenhaare ist da. Nach dem Song unter Brücken schlafen ist da. Baklava Bauch ist da, Nackenfalte ist da. Busfahrer Körper und ne Halbglatze ist da. Arschwasser ist da, Paranoia ist da. Brr, der Jarrach aller Jarrachs ist da. Bald brauchst du ein Hörgerät, damit dir die Punchlines ins Ohr knallen. Nicht mehr lang zum ersten Bandscheibenvorfall. Als ich im Kindergarten grad zu malen begann, war dein behaarter arbeitsloser Arsch schon beim Amt. Bist du Mitte 40 oder schon Ende 50? Keine Sorge, an dir mach ich mir die Hände schmutzig. Sag, wen willst du verarschen mit deinem Lebensjahr? Du warst in der 8. als mein Vater in der 10. war. Jeder, der dich live on stage sah, weiß, dass du unter Mantel Nylon trägst. Bah. Und Kiro, trifft es dich, wirst du böse. Du und deine Freundin, ihr habt dieselbe Körbchengröße. Ihr trefft euch zum Candlelight Dinner und verdrückt deine Mehrfamilienpizza. Kein Funken von Respekt, dieser Hund hier wird frech. Zeig mir bitte eine Frau, die deine Unterhosen wäscht. Stellt dem Ehrenmann in Interviews mal Fanfragen. Wieso darf seine Freundin transparent tragen? Er fragt sich gerade, wie nimmt er diese Speech zurück? Denn normalerweise fällt auf Bastard dein fies Debüt. Echt miese Botschaft, du fällst jetzt in Ohnmacht. Wieso hörst du dich seit 2 Jahren nach SSCO an? Wieso machst du mehr auf Rambo, als es Sylvester Stallone macht? Bluff ist da, du hast keine Hände mehr zum Pokern. Du machst dann Videos über krass auf Vato Loco. Für mich ist das ne Discovery Channel Affen-Doku. Du bist nicht hart, nur weil du grimmig guckst auf Facebook-Bildern. Du schlägst höchstens kleine Bunnies in der Playboy-Villa. Rappst damit Xavier über Frauendiskriminierung und Rechte, weil Vormusik sagt, wir brauchen was politisch korrekt ist. Fürs Image reingehen und in Kürze ist man draußen. 5 Jahre sitzen, um dann 40 zu verkaufen. Eigentlich müsste ich auf dich scheißen und einfach wieder Gold gehen. Aber für mich gibt es Dinge, die über dem Erfolg stehen. Auf Instagram, keiner schaut sich Jiva an. Wozu Filter, wenn dein Gesicht aussieht wie mein Schwanz? Du bist am Fliegen, doch ich hole dein Gött runter. Du siehst aus wie der Chefkellner vom Özurfa. Du Dönerverkäufer, was sind deine Hits? Bestell ich ein Kebab bei dir, fragst du mit alles oder nix? Keiner findet dich Witzfigur spitze, außer auf der Missgeburtenliste. Oben stehende Hipster-Journalisten. Die Street-Kollabo des Jahres, der Holland-Job. Mit nem Umsatz fast so riesig wie der Polska-Shop. Du hast gehofft, dass es mit dem Wohlstand klappt. Gehst 5 Jahre Knast für Geld, was ich im Monat mach. Du hast angefangen, aber Casey legt nach. Ich habe mehr verkauft als dein gesamtes Label jemals. Er handelt mit den Dealern, er ist Rambo, er ist Krieger. Doch ich seh, dass er gebrochen ist auf Antidepressiva. Denn drüben im Irak wurde der Bruder in den Arsch gefickt. Alles oder nix, Chabos wissen, dass du blasen willst. Wenn ich auf den Beat knall, fick ich dich auch Freestyle. Warum sieht dein Schädel aus wie ein Medizinball? Und noch was, wenn Hasso dich boxt,
Hast du vorgesorgt mit dem Zahn in der Box? So, okay, du willst mich schon wieder testen, komm mal. Eigentlich hab ich dich gefickt schon im letzten Sommer. GFK, Next Level, Sarah Connor. Das, was interessiert mich da ein fetter Bonner? Du schwingst die Werbetrommel, willst mich aus der Reserve locken. Ich mach das nur, weil ich weiß, dass meine Fans das voll am Weiß. Dass es Menschen gibt, die meine Platten kaufen, damit ich Gold gehe. Sonst würde ich dich Baklava aber auch nicht mal ein bisschen für voll nehmen. Und? Gefällt dir das, du Fettsack? Kriegst du noch Luft? Sollst dir das nächste Mal ein Sauerstoffzelt aufbauen lassen vorm Interview? Ich weiß, reden ist bellisch und geht ganz einfach. Nennst mich Peach. Und die Zunge hat leider auch keinen Knochen, den man brechen kann. Aber das hast du jetzt davon. Diese Suppe kannst du schön ganz alleine auslöffeln. Geram! Stichelt seit Monaten in deinen Promophasen asozial rum, aber ich bin ruhig. Wer bist du? Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist, Alter? Ich hab mir das zu lange gegeben mit dir und deinen Respektlosigkeiten. Gehst du unter die Gürtellinie, fick ich jeden, der deine DNA trägt. Und jetzt werd wieder asozial. Du kannst eh nichts anderes. Nix anderes kannst du, nix. Du wurdest gerade gefickt und jetzt Abstand mit dir. Mein Album kommt am 25.11. Abstand.